Geile Scheiße! Oh, da hat gerade was gestanden. Mist, ich habe vergessen zu lesen. Moment, was ist das hier? Gesundheit und Ausdauer. Oh. Ist sie tot? Nee. Alter, das muss ich unbedingt fotografieren, Alter. Im Moment, besser auf dieser Seite hier so, ne? Geile Scheiße. Ich würde dich besiegen. Du hast keine Chance. Alter, wie sie... Was ist das überhaupt für ein rostiges Schwert, ey? Boah, Alter. Julius hat was drauf, ey. Das ist ja unglaublich. Gesundheit schon fast weg. Einmal noch. Yeah, sie liegt am Boden. Und sie ist down, bitch. Bam. Down. Triumph! Banditen konnten zu einem echten Problem in Symphäria werden. Doch ein Ritter oder Spion wusste, Abhilfe zu schaffen. Jetzt kann ich in Frieden Holz sammeln. Ach, jetzt. Ah, okay, deswegen. Und wir lassen sie jetzt einfach hier liegen? Ja, wieso eigentlich nicht? Fängt ja gut an. So, Holz sammeln, endlich! So, 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 lalalala, lalalala. Ich geh in den Wald Holz sammeln, ich geh in den Wald Holz sammeln, ich geh in den Wald... Natürlich. Hier hört doch die Welt auf. Okay, wir können ein bisschen vorspulen, das dauert mir hier zu lange. Oh! Im Wald erwarteten einen immer Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich würde schon bald davon reich werden. Ja, großartig. Und jetzt ist er auch wieder aufgewacht, verletzend und geht beleidigt einfach weg. So, 50 Erfahrungspunkte. Dieses Holz eignet sich perfekt für das nächste Bauvorhaben im Königreich. Doch dazu werden auch Steine nötig sein. Ich werde welche in der Höhle beim Friedhof fördern. Okay, Orte, Höhle, Friedhof. Okay. Warum liegen hier Tote und nicht begraben? Strange. Okay, zum Friedhof gehen. Ja, ich würde einfach mal sagen, zum Schauplatz gehen, ja. Sehr schön. So, Alter. Wir folgen einfach mal dem König Julius und spulen ein bisschen vor. Ich gehe. Huch. Was ist das hier, ein Bandit? Friedhofsgräber, ach so, Borsit. Ah, mein Herr, kann ich dich kurz sprechen? Es geht um meine Arbeit hier. Okay. Mit Friedhofsgräber Borsit über Gräber ausheben erhalten. So. Was gibt es denn? Huch, Alter. Dinaba. Ja, ja, es ist so, es ist so. Ah ja. Nun ja, mein Herr, ich hatte mich nur gefragt, ob du es vielleicht in Betracht ziehst, in diesem Königreich eine Kirche zu bauen. Es erscheint mir unfeierlich, Sims ohne die gebräuchlichen Riten eines jakobanischen oder petrischen Priesters zu beerdigen. Danke, mein Herr. Oh, es gibt überhaupt noch keine Kirche? Alter, wie beschämend. Da müssen wir sofort da was daran ändern. Sofort. Okay, Stein in Höhle sammeln. Hä, was Steine, oder? Entschuldigung, Stein, oh, achso, Stein in Höhle sammeln. Achso, ja. War doch kein Fehler. Stein sammeln. Steine. Noch nie etwas von Mehrzahl gehört? Ein interessanter Vorschlag. Bei der Wahl, was ich als nächstes bauen möchte, gibt es viel zu beachten. In diesem Sinne, wir brauchen Steine. So. Während des Gangs durch das endlose Tunnelnetzwerk sammelte Julius Steine. Schließlich stieg er einen steilen, dunklen Abgrund hinab. Am Boden angekommen, stieß Julius auf einen unterirdischen See und stolperte über eine Truhe, die in einer Pfütze stand. Was soll Julius tun? Öffne sie, riskiere es, die Truhe zu öffnen, die da zufällig in einer Pfütze tief in die Höhle steht.
er in der Höhle steht, oder öffne sie nicht. Geheimnisvolle Truhen an dunklen, gefährlichen Orten enthielten meist nichts Gutes. Wahrscheinlich war es das Beste, diesen Ort einfach in einem Stück zu verlassen. Ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht an Flüche. Wir riskieren es einfach und öffnen sie. Julius öffnet den Deckel und erblickt im Inneren ein Häufchen feuchter Münzen. Es zahlte sich aus, wenn man sich auf Abenteuer einließ. Ne, siehste, 125 Simoleons erhalten. Na, das hat sich doch ausgezahlt. Und er kommt wieder raus. Perfekt. Das dürften genug Steine. Entschuldigung. Das dürften genug Steine für die Konstrukteure sein. Ich sollte noch beim Dorfladen vorbeischauen, da ich wohl auch Material benötige. Na gut, das Dorf, Weg zum Dorf. Zum Dorfladen gehen. Ich liebe immer diese Musik, diese Zwischenmusik, ne? Wenn er gerade... Oh, dein nächstes Ziel ist der Dorfladen. Ja, das weiß ich doch. Jetzt lass mich... Diese blöden Hinweise, Alter. Obwohl man sie immer abschaltet, genau das meine ich immer in Sims, Alter. Das ist schrecklich. Huch, wieso ist er denn jetzt... Ach ja, er hat ja vorher gekämpft. Kann man nicht irgendwie das Outfit wechseln? Berufskleidung, Rüstung, Schlafanzug. Cool. Hä, was knurrt denn hier so und was bimmelt hier so? Ach, da werden also die Banditen auf den Pranger gestellt oder müssen sogar in die Grube. Ah, da ist das Biest. Alter, ist das geil, das Biest. Und da muss noch jemand runterspringen, wenn er noch sterben muss. Alter, das ist arg. Du kannst die Kamerasteuerung verwenden, um eine bessere Sicht auf das Dorf in der Ferne zu erhalten. Ja. Danke für den Tipp, Alter. Im Dorfladen gibt es viele verschiedene Dinge zu kaufen. Zutaten zum Kochen, Rüstungen, Waffen und viele andere nützliche Sachen. Außerdem ändert sich das Angebot ständig. Als König kann ich die Simoleons verwenden, das jeden Tag aus den Steuern in meine Kasse fließt. Ich kann aber auch Waren sammeln und verkaufen. Zum Dorfladen gehen, ja machst du ja gerade, du Trottel. Jetzt müsste es eigentlich angekommen sein, aber das sieht überhaupt nicht wie ein Dorfladen hier aus. Oder ist das weiter hinten? Ah, so, das ist da hinten, okay. Aber ich schätze mal, das sieht aus wie... Ja. Das sieht aus wie Deko. Das heißt, er wird jetzt wieder irgendwann einmal verschwinden, jetzt gleich und... Huch, oh, ich wollte gar nicht in die Perspektive. Hallo? Ich wollte eigentlich wieder zurück. Hä? Ist das normal? Ach, ist doch egal. So, perfekt. Das heißt, also, was brauchen wir jetzt an Ausrüstung? Hammer aus Grobium. Ungehärteter Langschwert. Wie viel Simoleons haben wir denn? 1125. Ja, komm schon. Langschwert, wenn wir brauchen. Naturbelassener Stab. Elfenschläger. Streitaxt. Profischläger, rustikaler Schläger, grobe Schaufel, Rüstung aus Bärenhaut. Panzer, Stern, Langschwert. Harnisch. Okay, Lebensmittel. Geflügel. Geflügel. Alter Frosch, echt jetzt? Wach. Ekelhaft. Geflügel liebe ich. Steinbutt. Weiß ich nicht einmal, was das ist. Okay. Käse, Apfel, Weizen. Ich kaufe jetzt einfach am Anfang alles nur eins. Gerste, Lachs, Keilerfleisch, Taube, Zwiebel eher nicht. Mann, ich mag Zwiebel, aber für was braucht man Zwiebel? Eier nehmen wir einfach drei. Gewürze eins, Honig eins. Salz. Salz war ja damals ganz... wusstet ihr eigentlich, dass Salz damals sehr wertvoll war? Und zwar so wertvoll, dass sogar Kriege ausgebrochen sind, nur wegen Salz. Und heute ist Salz das Billigste überhaupt eigentlich. Verstehe ich echt nicht. Kartoffel. Wild. Wild natürlich auch. Zitrusfrucht gibt er. Trauben. Zwei Bärenfleisch.
Und kann. Na, Kaninchen nicht. Okay. Objekte kaufen. Oh, jetzt haben wir nur mehr 661. Ich bin einfach so klasse. Und hier Objekte. Okay. Müssen wir jetzt an irgendwas Bestimmtes kaufen oder? Ein gut gebauter Mann kam auf Julius zu und verbeugte sich. Ich habe von deiner Ankunft gehört und dir zu Ehren zwei Geschenke vorbereitet, die dir beim Aufbau deines Königreichs helfen sollen. Aber ich werde dir nur eins davon geben. Welches Geschenk du erhältst, hängt von deiner Antwort auf folgende Frage ab. Welche Tugend wünschst du dir für Symphäria? Sicherheit oder Macht? Natürlich Sicherheit. Während ich mein Königreich errichte, lege ich viel Wert darauf, dass mein Volk vor Angreifen sicher ist. Mein Volk ist mein Herz. Der Herr nickte. Sehr gut, Hoheit. Du bist in der Tat sehr weise. Darum mache ich dir dieses Geschenk, die Monarchenrüstung der Tapferkeit. Es ist nicht die beste Rüstung, doch sie steht für deine Ziele beim Ausbau von Symphäria zu einem großen, lebendigen Königreich. Monarchenrüstung der Tapferkeit erhalten. Ach, wie geil. Ah, das war normal. Okay, dass das jetzt weg ist. Okay. Ah, cool, Hammer erledigt. Okay. Objekte, die du erhältst, erscheinen im Inventar. Nein, wirklich. Ja, geile Scheiße. So. Okay, und alles, was wir gekauft haben, sind natürlich im Inventar. Sehr gut. Okay. So, jetzt. Sicherheit von Rufus prüfen. Rufus? Sicherheit prüfen. Folgen wir ihn einfach mal. Ach, hier ist er ja gleich. Okay. König! König! Hilfe, bitte! Was ist denn los? Da ist ein Mann auf dem Stadtplatz. Er hat mich in den Dreck geschubst und beschimpft. In Symphäria darf sowas nicht vorkommen. Oh, nein! Zum Schauplatz gehen. Zum Stadtplatz, okay. Ein Tyrann in meinem Königreich? Das glaube ich nicht. Oh, jetzt geht's aber ernsthaft zur Sache. Oh, ein kleines Mädchen. Oh, Philippa, die Heimatlose. Och, mein Gott. Armes Mädchen. Vielleicht können wir für sie auch noch etwas Gutes tun. Ach ja, wir haben doch gerade erst einmal angefangen mit dem Königreich. Ich glaube, es wird auch ein eher recht langes Let's Play. Mal schauen. Das muss er sein. Ich dulde keine Tyrannerei in Symphäria. Eine Weile am Pranger wird diesen Tyrannen lehren, nachzudenken, bevor er handelt. Monarch, an den Pranger stellen. Alter. Oh. Raselnikov. Hey, Wachen, Wachen, schickt den an den Pranger! So. Der Schutzmann ist unterwegs, um Theo festzunehmen. Alter, schaut echt wie ein Bandit aus. Was? Ich habe doch nur Spaß gemacht. Hey! Ja, das kannst du dir in den Arsch stecken. Huch. Ach, es ist schön, König zu sein. Allerdings geht jeder diese Probleme etwas anderes an. Ich wüsste gern, wie ein Zauberer oder Arzt mit dem Tyrannen umgegangen wäre. Naja, ein Arzt hätte ihn wahrscheinlich... Ein Arzt? Was heißt ein Arzt? Ein Zauberer oder eine Hexe? Hätte ihn verzaubert und zu einer Kröte verwandelt oder was weiß ich. Ach ja, okay. Zur Richtstätte gehen. Die ist wahrscheinlich eh da drüben. Jep. Aber ich würde gerne wissen. Die Musik. Geil. Für jeden Ort gibt es ja immer eine Melodie. Und das finde ich sehr, sehr nice. Jetzt werde ich den Tyrannen demütigen. In Zukunft wird er zweimal darüber nachdenken, seinen Spott mit den Stadtbewohnern zu treiben. Huch, alter Schwede. Alter, das Biest.
Oh, das Biest muss einmal wieder gefüttert werden. Ach du heilige Scheiße. Und zack, eingesperrt. Boah, das muss hart sein. Okay, Ei auf Raufbold Theo werfen. Ei werfen, wenn wir schon dabei sind, Tomate werfen. Wir können ihn auch wieder freilassen, aber ganz ehrlich, der muss lernen, was er getan hat. Hey, jetzt ist er eingeschlafen? Willst du mich verarschen? Steh auf, du Penner. Ich will dir ein Ei ins Gesicht werfen. Und zack! Ha, wie geil ist das? Ah, es ist doch schön, König zu sein. Mein Herr, danke, dass du auf mein Flehen um Hilfe reagiert hast. Für deine große Güte verspreche ich ab heute, dein ergebener Diener zu sein. Ich warte im Thronsaal auf sie. Auf dich. Okay, wow, das ist ja voll geil. Jetzt haben wir einen Diener auch noch gewonnen. Fängt der echt gut an. Tomate. Ich will auch noch eine Tomate werfen. Oh, die verbeugt sich von mir. Ja, sehr gut. Ja, jetzt, hier, werfen eine Tomate. Julius, Tomate werfen. Ha. Ach ja, das tut mir jetzt auch gut. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, zum Thronsaal zurückkehren. Perfekt. So, da oben ist unser Königreich. Und die andere nervt sie immer noch. Ach ja.